Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Am 28.01.1919 wurde Paul von Hindenburg, damals noch Generalfeldmarschall, Ehrenbürger der Stadt Kassel. Mit dieser Verleihung waren die damaligen Stadtbehörden, das sei dazu gesagt, nicht alleine. Eine unvollständige Auflistung im Internet zählt 111 Ehrenbürgerschaften Hindenburgs in deutschen Städten, davon allein 64 Verleihungen zur Zeit des Faschismus, was in gewisser Hinsicht symptomatisch ist für die Scharnierfunktion, die Hindenburg als Galionsfigur der alten monarchistischen Rechten zu den Faschisten hin hatte. Die Ehrenbürgerschaft Hindenburgs existiert bis heute und ist auf der Seite der Stadt Kassel gelistet, auch wenn sie mit seinem Tod 1934 formell längst erloschen ist. Klar ist, und darüber dürfte hier auch weitgehendes Einvernehmen herrschen, Hindenburg war nicht nur einer der führenden Militärs und seit 1916 Chef der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, dem ersten Griff des deutschen Imperialismus nach der Weltmacht. Er war darüber hinaus ein Reaktionär und Antidemokrat, der unter anderem zusammen mit Erich Ludendorff maßgeblich die Dolchstoßlegende erschaffen hat, der zufolge die militärisch unbesiegte deutsche Armee 1918 quasi von hinten durch Sozialdemokraten, Spartakisten und bürgerliche Politiker erdolcht worden sei. Diese Dolchstoßlegende war das zentrale, heute würde man sagen, Narrativ zur Delegitimierung der republikanischen Verfassung. Hindenburg war ein fundamentaler Gegner der demokratischen Neuordnung Deutschlands, wie unvollkommen und inkonsequent dieser oftmals herabgesetzt wurde. Einer, der als Reichspräsident seit 1925 aus dem Inneren der Institutionen der Weimarer Republik heraus diese Republik bekämpft hat. Hindenburg war es, der mit den Präsidialkabinetten unter den Reichskanzlern Brüning, von Papen und von Schleicher und deren Notverordnungen systematisch daran gearbeitet hat, den Reichstag zu entmachen. Thema? Im Juli 1932 war er mit Franz von Papen maßgeblich am sogenannten Preußenschlag beteiligt, dem Staatsstreich, mit dem die sozialdemokratisch geführte preußische Regierung abgesetzt und das größte Land des Deutschen Reiches unter kommissarische Verwaltung gestellt wurde. Ein erster Vorgeschmack der Zerstörung demokratischer Strukturen durch eine autoritäre, nationalistische Gewaltherrschaft. Vor rund 90 Jahren, am 30.01.1933, ernannte Hindenburg schließlich Adolf Hitler zum Reichskanzler und ebnete damit endgültig den Weg in die faschistische Diktatur. Selbst wenn man argumentiert, dass Hindenburg mit seiner deutschnationalen, revanchistischen und demokratiefeindlichen Geisteshaltung charakteristisch ist für einen beträchtlichen Teil der bürgerlichen Eliten seiner Zeit, so bleibt doch die Tatsache, dass Hindenburg als Person eine besondere Verantwortung vor der Geschichte trägt. Jüngst haben Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt die Stadtverordneten aufgefordert, ihnen die Ehrenbürgerwürde endlich posthum abzuerkennen. Nun ist es so, beim Vorliegen von eklatanten moralischen Versagen und schwerer persönlicher Schuld können Ehrungen nun mal nicht weiter bestehen. Es ist überfällig, hieraus Konsequenzen zu ziehen, wie sie etwa auch die Stadt Kiel schon 2014 beschlossen und dokumentiert hat, und auch wenn sie formell längst erloschen ist, bedarf es über das Juristische hinaus auch einer symbolischen, deklaratorischen Beschlussfassung durch die Stadtverordneten, um hier eindeutig, auch politisch, ich will sagen geschichtspolitisch, Haltung zu zeigen. Ein Antrag der Kasseler Linken hatte bereits im Juli 2015 die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft unter anderem von Hindenburg gefordert, wurde damals jedoch von den anderen Fraktionen abgelehnt. Nun haben SPD und Linke unabhängig voneinander an Antragsentwürfen gearbeitet. Der SPD-Entwurf ist einen Wimpernschlag schneller im Geschäftsgang gelandet, was dazu führt, dass wir nun also erst im Nachgang oder im zweiten Anlauf einen gemeinsam geänderten Antrag einbringen können, wobei die Änderung insbesondere beinhaltet, dass wir den Beschluss und die dahinterstehenden Gründe in den Medien der Stadt Kassel, das heißt insbesondere auf der Website der Stadt Kassel, dokumentiert wissen wollen. Zum Antrag der Jamaika-Koalition will ich in diesem Zusammenhang nur sagen, also erstens finde ich es ja merkwürdig, dass Sie einen Antrag einbringen und mit Zweidrittelmehrheit noch schnell auf die Tagesordnung hieven, gleichzeitig aber zur Behandlung des vorliegenden Antrags von SPD und Linken betonen, dieser hatte ja keine Eilbedürftigkeit. Das ist ein Widerspruch. Und
Wir halten diesen Antrag für nicht zielführend, weil er schlicht am Thema vorbeigeht. Denn wir behaupten gar nicht, dass die Ehrenbürgerschaft noch bestehen würde. Es geht uns darum, sie sozusagen politisch zu beenden. Und damit würde ich das Ganze erstmal beenden. Ich setze auf Ihre Vernunft und darauf, dass wir uns in den grundsätzlichen Fragen, nämlich der Einschätzung der Verantwortung Hindenburgs, einig sind und werde mich gegebenenfalls nochmal zurückkommen.